Akustikmessuren professionell auswerten. Nehmt euch die 7 Minuten und ihr wisst, wie das ganz einfach geht. Und hey, wenn ihr habt, nehmt Kopfhörer. Es geht um Akustik. Das ist Frank. Frank ist Berufsfotograf und gerade auf dem Weg von einem Shooting zu seinem nächsten. Mit ihm hat er gleich einen Unfall. Das weiß er jetzt natürlich noch nicht. Frank ist gerade unter großem Zeitdruck und da passieren schon mal solche Missgeschicke. Ach, man sieht's doch kommen. Mensch, Frank, pass doch auf! Das ist Stan. Stan und Frank treffen sich heute zum ersten Mal. Ist wohl halb so wild. Steht schon wieder. Ein Glück. Das schöne Auto. Das ist ein Dienstwagen. Ah, da will die Versicherung bestimmt auch ein Foto haben. I guess we need a picture. Foto? Wenn sich einer mit Fotografieren auskennt, dann ist es Frank. Glücklicherweise hat er ja seine ganze Ausrüstung mit dabei. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Schauen wir doch mal, wie das ein Profi angeht. Sieht schon mal fett aus. Huha, das muss man erstmal alles beherrschen. Na gut, er ist Profi. Der macht das ja schon was länger. Wir können sicher sein, dass dies das beste Schrammfoto des Jahres wird. Aber ist das wirklich notwendig? Handy raus, Kamera-App aufrufen. Ein Klick und Sie haben ein gestochen scharfes Bild, was für diesen Fall vollkommen ausreichend ist. Keine Kenntnis über Blende, Verschlusszeit oder Weißabgleich erforderlich. Einfach draufhalten und schon fertig. Das ist schon praktisch, wenn man schnell weiterkommen will. Und genauso verhält es sich auch mit Akustikanalysen. Hier zum Beispiel. Das ist Sima. Sima soll jetzt erstmalig die Nähmaschine, die ihre Firma herstellt, akustisch analysieren. Da gab es vermehrt Beanstandungen im Feld. Gut, die Messungen durchzuführen ist noch recht einfach. Mikrofon in Position bringen, Stoff einlegen und Rekord drücken. Aber die Analyse der Daten? Sie hat das doch noch nie gemacht. Es gibt da zwar so eine grobe Vorgabe, aber da steht nicht drin, wie man an die Ergebnisse kommt. Wie soll sie das denn jetzt auf Anhieb hinbekommen? Hey, Sima. Sima, wir haben da was für dich. Helacoustics präsentiert Compact Analysis. Nehmen Sie die Messung und ziehen Sie sie in den Arbeitsbereich. Zack, schon haben Sie ein Ergebnis. 8 klar strukturierte Schaltflächen bieten Ihnen den direkten Zugang zu diesem leistungsstarken Analyseprogramm. Wählen Sie zum Beispiel Analysen. Und die wichtigsten Analysen werden Ihnen an die Hand gelegt. Ein Klick und Sie haben eine FFT über der Zeitauswertung. Sie wollen nur den Pegel haben. Klick auf Pegel über der Zeit, fertig. Müssen Sie die Messung noch zuschneiden, einfach mit der Maus den relevanten Bereich markieren, Neuberechnung, zack. Wählen Sie die relevanten Mikrofonkanäle aus und lesen Sie die berechneten Dezibelwerte ab. Die A-Gewichtung ist gefordert, ein Klick und Sie haben es. Nehmen Sie Lastenheftvorgaben direkt mit in die Analyse. Erkennen Sie nun Ihre Problemstellen und benennen Sie diese. Messen Sie Ihr Objekt auch in verschiedenen Betriebszuständen. Dann einfach per Drag and Drop dazuziehen, auswählen und vergleichen. Analysieren wie ein Profi mit dem Bedienkomfort einer Handy-App. Das ist Compact Analysis, die ganze Welt der NVH-Entwicklung auf das Wesentliche reduziert. Ob klassische Terzspektren oder hochauflösende Lautheitsanalysen, alles da. Auch mit Einzahlwerten zum Vergleich in Excel. Vergleichen Sie sich mit dem Wettbewerb. Nehmen Sie die Benchmark-Messungen und stellen Sie diese in einem A-B-Vergleich gegenüber. Skalierung und Anordnung, ganz automatisch. Compact Analysis, keine Vorkenntnisse, keine Vorbereitung, keine Voreinstellungen, keine Fehler. Einfach machen und gut. Und wenn Sie Ihre Produkte verbessern wollen, brauchen Sie vor allem eine leistungsstarke Wiedergabe. Wählen Sie jede beliebige Geschwindigkeit und hören präzise, was im Einzelnen vor sich geht. Wählen Sie die Wiedergabe in Kunstkopfqualität für die einzig adäquate Beurteilung von Geräuschen.
Erweitern Sie das Programm mit interaktiven Filtern. Markieren Sie, was Sie interessiert, in Zeit- und Frequenzbereich und analysieren Sie innerhalb von Sekunden jedes einzelne Ereignis in Ihrer Messung. Packen Sie Ihre Probleme an. So klingen Sie verstärkt. Und wie weit müssten diese tatsächlich abgesenkt werden, damit es gut klingt? Oder betreiben Sie Sounddesign und kreieren Sie Ihr Zielgeräusch? Alles geht so schnell und so einfach, dass selbst erfahrene Akustikingenieure, ich geb's ja zu, selbst erfahrene Akustikingenieure von diesem Tool überrascht sind. Markieren Sie in PowerPoint, wo Sie Platz haben. Seiten und Bildformat werden automatisch erkannt. Ein Klick und Ihre Ergebnisse sind genau da, wo Sie sie haben wollen. Passgenau formatiert. Ruckzuck erzeugen Sie eine fertige Präsentation Ihrer Ergebnisse. Compact Analysis, das Werkzeug für den Quereinsteiger und den Profi. Merken Sie sich dieses Tool. Hey, Sima. Gern geschehen. Das heißt, das nächste Mal, wenn Sie da draußen sind und müssen eben schnell mal was machen, dann brauchen Sie gar nicht Ihre ganze Ausrüstung auszupacken. Zücken Sie einfach Compact Analysis und mit ein, zwei Klicks haben Sie Ihre Ergebnisse und sind fertig. Machen Sie es doch nicht so schwer. Willkommen bei Head.